Alligator benötigt medizinische Hilfe. Und Test. So, scheiße, Mann. Jetzt kommen ja tausend Einsätze. Ich bin in der letzten Folge gestorben. Der Herr Gator braucht Hilfe. Mann, ey. Ich muss mich jetzt mal schneller ausrüsten hier. 2000, ey. 2000 abheben. Was habe ich denn hier für Scheiße drin? Aha, das brauche ich also nicht. THW Shops, Kleiderkammer, Kopfbedeckung. I need meine Mütze. Hallo? Brille, ich brauche eine Brille. Jo, Schutzbrille. Rucksack habe ich nicht. Habe ich, brauche ich nicht. Den Baumarkt, da brauche ich erstmal GPS, Nachtsicht und Hilfekästen. Dann brauche ich einen Supermarkt. Ich hab 1, 2 Wasser trinken. Dann alles einzahlen. Oh, der hat auf zur Lackertankstelle. Da haben sie alle Lack. Aha, aha, aha. Fahrz nein. Fahrzeuggarage. Na, eben gerade gar nicht gesehen. Ich mach erst den Alligator, weil der hier in der Nähe ist. Hallo? Hallo Opa. Na, alles gut? Alles gut. Was ist denn hier passiert? Ja, wir sind Ja, auch wir gerade wissen erst es nicht. dazugestoßen. Der lag hier und sein Auto liegt da und ist irgendwie ein bisschen demoliert und der Baum liegt Ja, drin. der Herr kann Und kein weiß ich Auto nicht. fahren. Der hat gar keinen Führerschein. Der hat einen Führerschein. Das ist meine rechte Hand. Ah ja. Ist das der Zivi von neulich oder ist das wieder wer anders? Nee, nee, das ist. Oh, da bin ich wohl auf Grund Hallo? gelaufen. Das ist der Zivi von neulich. Naja, Mein hallo Eye-Captain. Zivi von neulich. Hallo? Na. Ich hab ziemlich eilig, Herr Gator, warten Sie, ich komme Ja. gleich wieder. Die Polizisten haben, glaube ich, Ich noch bin fürs was nächste Mal gefahren. mit Ihnen zu bereden. Ich hab was gesagt, was ich nicht sagen darf. Naja. Das Fahrzeug immer abschließen, wenn Sie aussteigen. Ist der nicht drin? Ja, schönen guten Tag, Blaufuchs. Das ist mein Name von der Polizei Altes. Ich hätte gerne mal Ihren Führerschein und Personalausweis gesehen. Ich bin der Kollege Gruber. Warte mal, wo ist denn die Lackertankstelle? Redet jetzt die ganze Zeit wie ein Pirat, ey. So,
So weicht man Leuten aus. Hallo! Guten Tag. Was war diesen hier passiert? Hallo Sir, geht's Ihnen gut? Sir? Zwei Fahrzeuge ineinander vertragen sich nicht so. Ich glaube, das ist am besten. Ach so, na, dann hätte ich Ihnen aber auch gleich sagen können. Hätten Sie mich gefragt. Na gut, dann wäre die Angelegenheit ja geklärt, dann kann ich ja wieder fahren. Tschüss! Ey, da eingeschlafen? Sir, geht's Ihnen gut? Was? Geht's Ihnen gut? Mir geht's gut, aber dem hier unten nicht so. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Hallo. Moment. So. Ruhig mal kurz den Koffer. Ja, mal sehen. Echo für Einsatzleitung kommen. Hallo, Sir. Hallo. Moment, nicht bewegen. Ich gebe Ihnen ja nochmal ein Jetzt haben Sie selber Schuld, wenn es zu Folgeschmerzen kommt. Dann kann ich da auch nichts machen. Aua, ich habe Schmerzen. Ja, ach nee, wenn sie sich bewegen, wenn ich sag nicht bewegen. Ja. Sound muted. Jetzt mobben sie mich mal nicht, ja. Dieses Mobbing im Dienst, das geht mir zu weit. Ich mobbe. Nee. Na gut, nee, dann helfe ich den Herrn nicht, dann gehe ich jetzt auch. Nee, hat es der Herr hier drüben noch angefragt? Ach, da liegt ja auch ein. Oh Gott! ich glaub. Wenn ich mir so seinen Kopf... Wenn ich mir so seinen Kopf ansehe, muss ich, glaube ich, mal das schwere Gerät auspacken. Oh mein... So, Moment. Das kriege ich aber wieder hin mit ein bisschen Metall und dieser Film und Heißklebepistolen-Dingsgedöns. Hä? So, mal sehen. So, mal sehen, was ich da... Mensch, die rechte Hand fehlt mir. Kann von euch jemand meine rechte Hand sein? Gut, das Schweigen deute ich mal als Nein. Gut, dann mache ich hier mal kurz... Was ist gerade? Hallo, Sir. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Die Metallstange sitzt noch nicht richtig. Moment, da muss ich noch mal draufhauen. So. Oh! Ja, Moment, die... Meine Fresse.
Jetzt muss ich wieder kurz. Moment. So. Oh Oh, ja. Gott! Hier ein bisschen Tesafilm drum. Oh So. Vorsicht, das könnte Mann! jetzt heiß werden. Bisschen Heißklebe noch drauf. So. Ja, schreien Sie ruhig alles raus. So, Moment, noch mehr Heißkleber. So, und bisschen Kühlflüssigkeit drüber. So, Moment, mal kurz die Seite hier angucken. Oh Gott, das. Also gut, dass Sie da nicht hingucken können. Moment, ich muss hier auch eine Stange reinsetzen. Bitte So. nicht, bitte. Vorsicht und rein und. Nein, nein, ah! So. Ah, sitzt perfekt. Jetzt hier auch noch mal ein bisschen Tesafilm drum. So, alles drum. Damit das auch nicht wackelt und der Kopf nicht abfällt. Das sah ja schlimm aus eben. So, und ein bisschen Heißkleber drauf. So. So, haben Sie Haben Sie jetzt noch. Schmerzmittel? Gibt es in der nächsten Apotheke? Bitte? Die Schmerzmittel gibt es denn in der nächsten Ach ja, Apotheke? Schmerzmittel. Mensch, die habe ich ja auch noch. Moment. Wo habe ich die denn? Welchen Ärzten braucht man keine Beine mehr? Ich kann schwören, irgendwo habe ich Schmerzmittel. Habe ich die hier? Nee. Oder hier? Ich hab keine Schmerzmittel. Haben Sie welche? Mach doch einfach den Tropf ran. Nee, tut mir leid, Hm. Frau. Ach, da sind die Schmerz. Mensch, die habe ich ja gar nicht gesehen. Moment, das piekt jetzt ein bisschen. Pieks. Mensch, wozu stehen Sie da eigentlich? Hätten Sie nicht sagen können, dass die hier stehen? Ich kenne mich mit Medizin nicht aus, was weiß ich, was Schmerzmittel sind und was nicht. Ich weiß auch nicht, was Schmerzmittel sind. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Aber ich denke, das wurde mir als Schmerzmittel verkauft. Deswegen nehme ich mal an, dass das Schmerzmittel sind. Lassen Sie es aber nicht den da unten hören, dann. Das Nee, macht er nee, nicht so. der hat genug mit Schmerzen zu tun. Der gehört das nicht. Okay. Dann ist er gut. Sir, geht's Ihnen gut? Haben Sie noch Schmerzen? Sie haben keine Schmerzen mehr. Gut, dann kann ich den Tropf ja jetzt wieder rausnehmen. Vorsicht, das brennt jetzt ein bisschen. So, und Desinfektion drauf. So. Und zack, so. Und so. Sollte Ihnen irgendwie schwindlig werden oder so, ne? Dann kommen Sie nicht zu mir. Ich merk's mir. So. Kann ich sonst irgendwas tun hier für jemanden? Sie können gleich meine Strafe bezahlen. Was? Welche Strafe? Okay, gut, dann räume ich mal meine Sachen ein und dann mache ich mich mal weg hier. Ach so, Sir, bewegen Sie Ihren Kopf nicht so doll. So, ich bin dann weg. Schausen. Wiedersehen, Sie haben noch links von Ihnen steht da was. Oh, das hätte ich jetzt fast vergessen. So, Schausen. Warum sind Sie Ich abgehauen? nehme einen echten aus. Haben wir gerade einen echten Arzt im Dienst? Sieht eher schwach aus, ne? Sind alle Professoren gestorben? Ja. Haben wir gerade einen echten Arzt im Dienst?
Habe mich festgefahren. Festgefahren. Hä, willst du mich verarschen? Oh Mann, ey. Nein, nicht abschleppen. Bin tot. Oh Mann, ey. Scheißdreck, ey. Hey! Nicht mein Auto klauen, wer immer das ist. Dich kann man nicht allein lassen, schreibt er mir gerade in der Hecke. Und der THW ist auch gleich da. Dr. Gregory House. Hallo? Was ist denn? Ja, ich bin aufgelaufen, auf Grund gelaufen. Ja, ich wurde aufgehalten. Ich bin hier gefahren zum Einsatz. Und dann hat jemand THW gerufen. Jo, dann wurde ich abgelenkt und bin in den Graben gefahren. Weil mich das erschrocken hat. Moment, aber die Karre kriegen wir da wieder raus. Schieben Sie mal!
immer besser in sicherer Entfernung, Kennedy. Weil vielleicht wird es rummachen, damit wir ein Backup hier haben. Ach so, doch nicht so schieben. Jetzt wird's spannend. Perfekt, hat doch geklappt. Sag ich doch, die Karre kriegen wir da raus. Ja, war aber schon gefährlich. Ach, gefährlich, mein zweiter Vorname ist gefährlich. Ja, das glaube ich, dass er gefährlich ist, der zweite Vorname. Naja, denn ich hab mal Einsatz beim Akku, da liegt meine rechte Hand. Die wartet schon auf mich. Okay. So, denn man sieht sich bestimmt noch mal. Ja. Halt die Schnauze! Kollege! Hallo! Jo, Kollege, wir haben ein Problem. Komm her, der hat eine Erschütterung. Ja, der hat überall eine Erschütterung. Der hat eine Gehirnerschütterung dabei. Was machen Sie denn hier? Ja, Herr von Bert, was machen Sie denn hier? Jo, Gator, wo wohnen Sie denn? Ich bin ja voll unter Heling hängen geblieben. Eine. Der Riesen! Sie sind. Okay, wenn man die Sirene ausmacht, das macht Kopfschmerzen. Immer noch mal jemand das Gedudel aus. Ja, mal langsam, die Sirene geht von alleine aus. Dann los. So, der Herr hier hat Kopfschmerzen. Wir haben das Problem gerade, dass er wohl eine Gehirnerschütterung erlitten hat. Er ist vollends der Meinung, er heißt Mike, obwohl er Ali heißt. Herr Mikey von Bier. Ja, und ich bin der Alligator. Oi, oi. Wir müssen die beiden einweisen, sofort. Wo sind die Zwangsjacken? Ich hoffe kurz die Zwangsjacken. Also, Herr von Bert, was ist denn passiert? Geht das in den Swinger? Vor allen Dingen, er sagt, er wäre an der Reling hängen geblieben, also ich sehe hier Du bist hier richtig Also ich sehe den Geländer. Jo, bin ich voll mit dem Fuß hängen geblieben. Haben Sie schon einen Alkoholtest gemacht? Alkohol, Popular Pop. Ja, wo ist eigentlich mein Grog? Ich muss da drauf erstmal einen Schluck Kühlflüssigkeit. Wo ist mein Alkohol? Das war Ihr Alkohol, den ich habe noch wieder getrunken. Ich desinfiziere mal Ihren Fuß. Könnte jetzt mal ein bisschen kalt werden. Danach könnte es etwas kriegen, dann verbinde ich Ihnen noch das Bein. Ja, aber wie soll ich den dann verarzten? Das tut ja noch einen kleinen Moment weh. Wollen Sie mich doch nicht an.
also weg mit den Schmerzen leben. Tschüss! Ich glaube nicht, dass wir das möchten. Schmerzen nehmen? Ja, hier vielleicht im Rucksack habe ich noch ein bisschen Schmerzen. Nehmen Sie ruhig mit, bitte. Ja, aber ich müsste Sie einmal verarzten, junger Herr. Also, es wird jetzt trotzdem einmal wehtun. Mensch, Herr von Beert, stellen Sie sich doch nicht so an. Sie als echter Seemann sind Sie doch so was gewohnt. Aua, Vorsicht. Ja, tut mir leid, aber es muss einmal sein. Der schöne Neoprenanzug. So. Schmerzmittel müsste langsam wirken. Kein Geld für neuen geben. Alles gut soweit jetzt? Huch! Oh, verdammt! Huch! Der Infusion, Infusionsständer ist umgefallen. Ja! Der Boden hier ist nicht ganz fest. Die Fliesen hier sind locker. Du kannst dich nicht aufstellen. Die Fliesen sind locker. Wer hat denn das gebaut hier? Dann müsst ihr vielleicht den jungen Herrn einmal vorne auf die Straße zur Not bringen eben und da weiter. Moment, ich hab ein Verlängerungskabel. Warten Sie! Ich helfe Ihnen einmal hoch, einmal auf die Knie. Laufen lassen kann ich. Ein Augenblick. So, ich stell das Ding. Denn Sie sollen nicht laufen lassen, Sie sollen einmal auf die Knie, wenn es geht. Kollege? Auf die Knie? Ja! Kollege? Auf die Knie mit dir. Hat sie ihn umgehauen. Willst du dich darum kümmern, meine Praktikantin hier übernehmen? Oder sollten wir beide weiter zu tun? Vielleicht nur auf den Kollegen. Van Simon, ich kümmere mich. Jo, wunderbar. Okay. Dann, gute Besserung. Ja? Gute Preise. Oder so, genau. Schönen Abend noch und man sieht gut hier fort. Passen Sie auf Ihren Kuder auf. So, Captain, wo geht's hin? Schauen Sie mal, das geht länger. Hier die Rede. Die Mission ist gefährlich. Schauen Sie, da passiert so was. Nein. Mensch, da müssen Sie doch aufpassen. Hallo! Das Schiff ist wackelig. Ja, passen Sie auf, wenn Sie das nächste Mal über die Reling gehen. Der fliegende Holländer! Mit Suchlicht! Mensch, was ist nicht alles gibt! Junge Kamerad, Sie sind guter! Arrrr. Aber Sie sind so leise! Mensch! Oder hier ist einfach zu laut, das kann natürlich auch sein. Gehen Sie von dem Gelände weg, das ist ganz gefährlich. Okay. Gut, dann steigen wir mal ein, wa? Lol, da sitzt ja jemand drin. Die Fräge oder die alte Gude. Echt? Wie heißen überhaupt ihr Schiff? Hallo Sir, was machen Sie denn hier drin? Hallo, Londre! Ich bin jetzt der neue Captain. Oder so. Warte, wir müssen mal nach hinten. Sir, seit wann sind Sie denn hier drin? Ich? Ja. Hallo? Ich hab das. Ach, ein blinder Passagier! Ja, ich hab gar nicht mit. Auf die Blonge mit ihm! Wann sind Sie denn zugestiegen? Das hab ich ja nicht mitgekriegt. Zugestiegen dabei sein, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ich dachte, das ist der Zug nach Hamburg. Ne, da sind Sie falsch. Wir sind in eine andere Richtung nach Berlin. Oh, da sind Sie auf den falschen Kuder gesprungen. Ei, ei, ei. Naja, so. Ei, ei, heißt wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier? Jetzt haben wir gerade einen kleinen Aufenthalt in der Tierra. Aber der kleine Aufenthalt ist schon vorbei.
Wir fahren jetzt. Wo wollten wir noch? Wie haben sie mich überhaupt entdeckt? Ja, ich hab das eben. Wo wollen wir hin? Per Zufall gesehen, als ich in Richtung des Autos gesehen habe, ich sie durch das kleine Fenster da gesehen. Ja, okay. Also ich fahre jetzt schon seit über einer Stunde mit. Das ist ein interessantes Erleben als CRB. Echt? Das habe ich nicht gemerkt. Jo, das ist ja fast schon eine Crew. Willkommen an Bord, ne? Naja, Sir, dann wollen Sie mitfahren oder soll ich Sie beim Polizeiakku rauslassen? Beim Polizeiakku. Okay. Davon meinst du, es ist so schön warm. Also, gut, dann schneiden Sie sich an. Ja, ich lag da vor. Ich lag da ja vorhin drin, ne? Das hätten sie mich niemals gesehen, aber ja, wenn sie ich war auch derjenige, der ihr Fahrzeug weggefahren hat, vorhin da bei diesem Unfall. Ja, da habe ich das in Bewegung gesetzt. Da habe ich mich schon gewundert, da war doch keiner. Wer nimmst du den in Atira? Mit der Marine hatte ich wohl auch schon zu tun. Ja, ich bin unterwegs. So, Alligator, du, schon lange nicht mehr gesehen. Ja, habe ich gemerkt. In der Tiere ist einer hingefallen. Helf den mal hoch. Musik. Du hast ja mal Krücken dabei. Musik? Nee, damit habe ich aufgehört, du. Danke. Gut, wir fahren jetzt nach Tiere, wir haben auch einen Einsatz. Ne, sie liegt. Umso besser der Einsatz, umso besser der Zweisatz. Da lernt man den Dreisatz. Ja, altes Seefahrer-Sprichwort. Echt? Was haben wir denn gelernt? Ich sag dazu nichts. Auf hoher See. Achso. Das Problem auf dieser what Liege when ist, I do dass man nicht nach hinten gucken kann. Sailor? Ja. What when I do a drunken sailor? Irgendwie kann ich meinen eigenen Körper nicht sehen. Das ist ein bisschen, das geht auf den Nacken. Ja, wenn sie liegen geblieben wären und nie ausgestiegen wären, wären sie wahrscheinlich die ganze Zeit mitgefahren und nie entdeckt worden. So. Hatte der Polizist denn eine Panne oder wir was ist er liegen geblieben? Wir sind Piraten. Oh nein, jetzt. Hey. Schon bei zwei Verrückten. Nein. Hooray, Rapture Rises. Alter! Der denkt mich ab! Hey, ein Abschirmweises! Hey, ein Abschirmweises! Wir sind ja richtige Piraten hier! Arr. Was für Reise? Setz den Anker. Hilfe, Sir, helfen Sie mir. Fliegen Sie mich ganz weit weg. Mutter, mach einer das Getudel aus. Menschenskind, das ist das laut. Wo ist denn mit dir? Sir, stehen Sie auf, Sie müssen mir helfen. Hallo, Sir. Oh nein, nicht noch einer! Hilfe! Oh, nein! Nein! Nur Verrückte hier! Already.
ist Erde hingeflogen. Oh Mann, ey. Oh nein. Wo sind sie denn hingeflogen? Jetzt nehmen Sie mich aber mit. Oh, ihn nicht so. Mann über... Mir hat gerade jemand geschrieben, rette Alligator. Was, wer schreibt denn sowas? Steven Saarbrücken! Auf geht's. Ja. Steckt den Seemänner. Ich werde sie jetzt beide bei der Polizei... Arr. So, bringen Sie uns zur Marine. Vorsicht! Sir, Sie sind verletzt. Ja, endlich kommst du mal wieder, Alter. Ja, ich musste vor den Verrückten weg. Aber ich konnte sie nicht abschütteln. Sir, ich gebe Ihnen doch mal ein Pflaster. So. So. Und hier noch mal was drauf. So, geht's ihm wieder besser, Sir? Bitte. So, ich muss jetzt zur Polizei, welche in die Psychiatrie bringen. Doch hätten sie beinahe die Männer überfahren. Ist der andere Herr eigentlich auch noch hier drin? Ich höre ihn! Oh nein, wieso hab ich gefragt? Well, hell and up, she rises! Nee. Die gibt's nicht mehr! Arr. Oh, unser Schiff ist schiffbrüchig. Wir müssen runter vom Schiff. Aber ich bleib sitzen. Ein Captain verlässt nicht das sinkende Schiff. So knapp vom Ziel. Und doch vorbei. Arr. Helfen Sie mir! Hilfe, ich hab da zwei offenbar stark alkoholisierte und auf drogige Menschen im Auto. Okay, ich warte jetzt eigentlich nur noch auf meinen Streifenpartner, da müsste ich eigentlich in den Einsatz, also ja, da müssen Sie den doch den Magen auspumpen, was soll ich denn damit? Ich will die loswerden, verstehen Sie das nicht? Sperren Sie die in Knast oder erschießen Sie die oder... Kann ich doch nicht einfach machen, ohne irgendwelche Art von Beweisen. Kann ich doch nicht einfach in den Knast stecken. Sie wollen einen Beweis, dann steigen Sie ein. Nee, kann ich ja nicht. Ich muss jetzt zum Einsatz, ich werde jeden Moment abgeholt, geht nicht. Haben Sie denn jemanden frei? Nee, jetzt gerade nicht. Oh Mann, das ist mir ja hier. Das heißt, ich kann jetzt mit den beiden bis nach Kavala fahren. Okay. Ja, das fragen Sie doch mal einen Kollegen oder so. Stimmt, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ach ja, Sie können ja nicht, das habe ich vergessen. Thank you.
Mann. Nein, machen Sie das aus. Hilfe, ich schalte das nicht aus. Selbst hier draußen ist das nicht auszuhalten. Oh Mann. Gut, dass ich keine Waffe habe. Wie haben Sie mich gefunden? Da klaut gerade jemand mein Auto. Nehmen Sie das Auto und fahren Sie mit den anderen Herren weg. Los, tun Sie mir den Gefallen, bitte. Ich glaube, ich fahre uns jetzt in den Tod. Los, runter vom Steuer, ich will uns in den Tod fahren. Ich fahr uns jetzt in den Tod. Ist der andere Herr noch drin? Ich hoffe nicht. Oh, der ist noch an Bord. Natürlich, eine gute Crew verlässt das Schiff nicht. Ach, wir haben noch einen. Ich hoffe, der ist nicht so verrückt. Mensch, was heißt denn hier verrückt? Wir werden ja immer mehr. Den Moment der Stille genießen. Ich hätte gerne Jägerschnitzel mit Doppelpilzen. Ja. Okay, aber tu mir den Gefallen und scheiß auf den Salat. Mach dir den Musik aus. Das ist nicht gesund, das weißt du schon. Nicht umsonst nennt man mich den Glutensohn. Oder Fertigsohn. Okay, hier, ich hab sie. Okay, nur noch eine bitte. Ich will Magie, ich will Magie, ich will Magie. Ganz genau, Mann, ich will Magie. Ich will Magie, ich will Magie. Ich will Magie, ich will Magie, ich will Magie. Heute wird ein guter Tag. Magie, ich will Magie, ich will Magie. Wenn ihr Guter macht. Hallo, der Dings ist da. Hallo. Ja, ich weiß nicht, irgendwie zieht mein Auto Leute an. Das werden immer mehr da drin. So, Sir. Schaff das. Geh nicht ins Licht. Bleib stark. Ja, weiter atmen. Moment. Ja, genau. Immer weiter atmen. 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 Sie ziehen sie. So. So, Sir, ich gebe mir auch nochmal ein Pflaster. So. Darf ich den RTW fahren, Herr THWler? Nee, nee, das mach ich. So. Ja, da ist eine ganze Menge verschiedene Zeug drin und wir werden immer mehr. Ja. Wie viele sind wir jetzt? Vier. Ja, das war auch schön, oder? Ja. Warte mal. Soll ich vielleicht?
leicht fahren. Nee, das kriege ich hin. Ich kann das. Ich bin der beste Autofahrer der Welt. Fragen Sie den Herrn Gator. Gesundheit. Ja, das ist ja... ja. Brauche ich nicht guter Song. Ne? Aber nichts was mit GEMA zu tun. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier. Das ist kein... Die GEMA gibt's so nicht mehr auf diesem YouTube-Gewässer. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier. Nee, die gibt's doch nicht mehr, die wurde abgeschafft. Da wurde sich doch jetzt geordnet. So. Vorsicht, Haus! Oh, ich meine nicht den Doktor. Auch nicht die Musikrichtung. Was machen die Landratten an meiner Schalube? Nee, wisst ihr was? Hallo, kommen Sie mit rein in den Partybus. Party, welche Party? Ich sehe nur guten Orden, Van. Einsteigen, immer einsteigen. Genau, alle rein, immer rein da. Ich glaube, die Herren sind eingeschlafen. Naja. Dort ist ein gutes altes Schiff, das kann ich echt nur empfehlen. Dort fährt sich auf 100 Knoten wie ein Wall. Aber das ist wohl, es fährt gut. So, warum habe ich da eigentlich gar nicht abgeschlossen? Das weiß ich nicht. Immer den Anker setzen. Egal, was sie machen, immer den Anker setzen. Genau. Naja, fahren wir mal weiter. Fuchtel mit Butterflies und freuen sich doch. Polizei hat Panzer und P99. Polizei darf bei Rot über Ampel fahren. Du bist Räuber, Polizei ist Gendarm. Brichst du Gesetz, bricht hier Polizei die Beine. Ich will 110, dann lernst du, was ich meine. Du hast gut trainiert, ich hab Polizei. Du hast deine Masti, ich hab Polizei. Ich hab Polizei. Polizei wartet schon an der Grenze. Ja. Polizei kennt von hier Guck mal am Gürtel da. Mein Gott, Alter. Polizei fickt dich, böser Junge. Deine Gangster-Ehre. Denn Polizei hat Maschinengewehre. Nachtsichtgeräte, Wasserwerfer, Helikopter und... Wie gesagt, bester Steuermann. Du gehst mit Pitbull, Gassi-Gassi-Runde. Polizei hat in Kaserne 100 Finger von der Kampfgruppe. Und doch, du Hansmus, in deiner Abwehrgruppe. Denn ich hab Polizei. Beste Schlägertruppe, du hast gut trainiert, ich hab Polizei. Du hast deine Masti, ich hab Polizei. Du hast ein Problem, ich hab Polizei. Du hast viele zu Stärkstock, ich hab Polizei. Ja, ich verstehe sie auch ganz schlecht. Ich hab Polizei. Können wir vielleicht mal das Gedudel ausmachen? Ja, hier links, die jetzt hinter uns fahren, das sind meine Kollegen. Hallo? Kollegen von dem Herrn. Moin, ihr Landratten. Was? Grüß Gott, Polizei, halt es. Was ist hier los? So, warum haben wir eigentlich einen Polizisten dabei? Das weiß ich auch nicht. Den habe ich mit dem Auto zusammen gekauft. Der war da plötzlich drin. Oh, das ist ein guter Fonds. Macht man nicht alle Tage, das sollten sie sich gut einbringen, wie sie das geschafft haben. Ich kann nicht mal rein und aufsteigen. Ne. Das geht nicht. Man kann auch keine Person rausziehen. Polizei, ich glaube, sie müssen wieder Musik anmachen. Soll ich den Abschleppdienst zurufen? Ja, schleppen Sie mal ab. Also, ich ruf mal den Abschleppdienst, wa? Alter. Oh, da ist jemand hingefallen. Ich glaub, ich bin. Er zeigt, ich glaube, so. Er sagt,
Oh, da ist jemand hingefallen. Huch, sie sind aus dem Auto raus. So. Ich glaube, es hackt. Die arme Marine, Mensch. So. Jetzt. Wie heißen eigentlich die Männer, die bei der Marine gearbeitet haben? So, aggressiv. Wer war der Fahrer? Ja, THW ist hier. Sie wollen auch ein Pflaster. Worauf denn? Das ist der Pilot, ja. War James Kirby, aber ich hab da so einen kleinen Fingerbrück. Ich weiß, wie ist auch Marinade. Und, mein kleiner Finger. Wir brauchen ein Pflaster. Ja, Moment, ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Ich muss das Marinadezeug erst noch verarbeiten. So. Und so. Bei der Marine arbeiten. Der. Marinade. So. Könntet ihr das Licht vielleicht drin lassen? Dankeschön. Haben Sie auch noch irgendwas Leckeres zu trinken und essen? Nee. Ja, ich hab Kühlflüssigkeit. Ich hab ne Pulle voll Rum im Rucksack. Wie weit wird Ihnen Ihr Name, Sir? Welche Musik wollen wir? Kühlflüssigkeit ist eine Sache. Damit hab ich nichts zu tun. Oh, haben Sie auch noch irgendwas? Oh. So, schönes gegrilltes Hasenfleisch. Das ist frisch von letzter Woche. Woche. Guten Appetit, Sir. Vorsicht, da könnte irgendwo Metallteil drin sein. Nicht die Zähne ausbeißen. Oh, ich hab so runtergeschlungen. Ah, sehr schön. Das kommt irgendwann wieder raus, das Metallteil. Huch. Ja, das habe ich gar nicht gekaut. Das habe ich mir so im Hals runtergeschoben. Ja, aber kann auch sein, ich habe drei Hasenfleisch dabei. In irgendeins von den drei, da ist mir meine Tasse mit meinen Büroklammern drauf ausgekippt. Über irgendeins von den drei. Ich weiß nicht, auf welches da drinne ist. Sitzkreis! Der alte Seber soll kein Bürogramm machen. Was ist das? Ja, ja, ja. Heute live die Epileptiker-Bande Nordwest Office. Hier live auf dem Erdl. Huch! Ich habe einen besseren Sorgen. Ja, machen Sie mal alles an, was Sie haben, alle auf einmal. Das ist langweilig. Der Wähler. Ja. Haben Sie vielleicht etwas Nitro oder Wein? Nee, leider nicht, aber der Song ist geil. Machen Sie mal lauter. So Niki lauter. Ich bestell lieber mal ein. Kurz mein Taste 1. Megaschütze mit Doppelpilzen. Aber tu mir den Gefallen und scheiß auf den Salat und mach alles voll mit Glutamat.
Ich will Magie, ich will Magie, ich will Magie. Ich will Magie, ich will Magie. Herr Gelder, das ist übrigens Ranzratte 1337. Ich weiß, ich hab das gerade schon gegoogelt in dem komischen Telefon, den ich hier gefunden hab. Ah! Düp, 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 düp. Düp, düp, düp. Genau, wollen wir weiterziehen? Alle in den Partybus? Ja, alle weiterziehen. Alle in einsteigen. Ich möchte fahren! Nein! Machen Sie noch auf die Sperren. Ja, ich. Wir haben noch einen Platz. Wir haben noch genau einen Platz. Ja, wenn der Herr damit seinen sportlichen Aktivitäten fertig ist, kann's losgehen. Oh, da ist er hingefallen, ja Mensch, muss er nix. Drücken Sie sonst mal den RAS drin. Holen Sie mal den Typen da vorne raus. Ach nee, jetzt ist er drin. So, sind alle drin? Alle an Bord, Captain. Auf geht's. Ja! Gut. Segel setzen. Irgendein Ziel. Polizei, Herr Kuh. Gut. Ich will dahin. Dann haben wir ein Ziel. Ich hab nämlich keins. Setz die Segel volle Kraft voraus. Backbord. Ja, ja, Steuerbord. Jetzt Backbord. Gleich wieder Steuerbord. Pflaster gibt es nicht, ist ausverkauft. Hier ist überall nur Teer, hier gibt's keinen Pflasterstein. Ich dachte, wir sind auf dem Meer, auf dem See. Teer, Meer, liegen, alles das gleiche. Liegen alle eigentlich hier drin? Geht's allen gut, ja? Herr Maike von Bert. Ja, das ist mein. Ja, bitte. Fahren wir einfach direkt in die JVA. Ich buche dann alle ein, ja? Moin, moin, ihr Landratten. Direkt ins JVA. Moin, Landratte. Ja, erstmal alle einbuchen. Nein, jetzt fahren wir wieder hin. Mann, es wäre zwar schön, alle einzubuchten, aber darf ich nicht. Wir müssen sie gleich halten. Hey. Wo ist denn die JVA überhaupt? Bei Pyrgos. Gyros. Was? Gyros? Gyros. Ich wollte doch auch mal in den Knast mir das mal angucken. Vielleicht ist das keine gute Idee. Wo geht's eigentlich zum Polizeiakur? Ich hab mir das nicht auf der Karte markiert. Hinter uns. Huch. Captain, du bist der falsche Kurs. So, weiter, geradeaus. Jetzt läuft's langsam. Nach 5 Metern kaputt. Links abbiegen. Jetzt Backboard, links Captain, abbiegen. Backboard. Backboard, die soll in der Küche, das ist doch die Küche, oder? Das Backboard. In 1,2 Kilometer haben sie ihr Ziel erreicht. Backboard und setzt jeden fetzen Segel in die Luft. Backboard. Ich muss gleich auf Plumpsdeck, wenn es so weitergeht. So, und jetzt schön in die Einfahrt rein. Noch. Wir waren fast perfekt. Nicht noch, da bleiben wir noch. Kinderbund wird nichts. Jo, perfekt. Alle geht, hab ich mir aber angesabbert. Hallo. Wir sind alle raus. Herr von Bern, was machen Sie denn hier, oder Seebär? Oh, Sir. Bitte, Sie möchten nichts sagen, aber ich glaube, Sie haben mich vergessen. Herr Officer, Sie haben jemanden vergessen. Naja. Herr Gelder, können Sie... Eigentlich gefällt mir ja diese Felsen. Das können wir über die Blonke schicken, den alten Seebären. Können Sie den mitnehmen? Hey, das ist meiner! Ja, nehmen Sie mal mit. Einmal zum Mitnehmen, bitte. Ich konnte den nicht mitnehmen. Ja, Sie haben ja auch keine Kabelbinder-Lizenz. Stimmt. Oleg, Vladi?
Schnell weg! Sind muss ich schon lubern, Honne. Ja genau, schnell weg! Oh, guck mal, da wurde jemand umgefahren. Oh, der liegt dann nachher auch noch. So, wir haben die Polizei. Meine Stimme verschwindet langsam. Ich musste vorhin so lachen da, weil mit dem THW beim Zaun da. Oh Mann. Oh, das geht auf die Stimme. Das glaube ich. Ist das bei dir auch so? Naja, geht, ne? Ich gewöhne. Ist wahrscheinlich eine Gewöhnungssache, ne? Ja, ich mach das ja schon ein bisschen länger, wa? Solange mir die Nachbarn keine Schatzkarte vor die Tür legen, ist alles gut. Boah, das Ding hat einen Wendekreis wie eine Waschmaschine. Ja, oder wie so ein Dreimaster, der hat auch einen riesen Wendekreis, du. Es sei denn, man schmeißt den Anker und macht dann hier so ein Drift wie die Hand. 360! Genau. So segel ich immer. Ich will hier übrigens immer mit Leertaste bremsen, aber da, wenn ich da drauf drücke, passiert hier nichts. Wissen Sie, ich bin ja vorhin gegen den Baum gefahren. Wissen Sie warum? Nee. Weil ich die Leertaste mit X verwechselt habe. Ja, genau, das passiert mir auch immer. Bei Crossout ist das mit Doch, das ist ganz schrecklich. Ja, das ist. Ja, deswegen. Wir sind Crossout geschädigt. Ist echt so. Und hier ist der Bremse. Naja, und dann habe ich da im THW nochmal die Kurve nicht bekommen, weil ich wieder Leertaste gedrückt habe. Ich lerne nicht. Spinn, ja, hab ich so blöd. Aber ich habe eben auch, als ich um die Kurve, als ich gesagt hatte, Wendekreis wie der Waschmaschine, habe ich auch Leertaste gedrückt. Sound muted. Sound resumed. Oh nee, ich habe ein Problem. Einen Augenblick bitte. Ja. Also ruhig weiterfahren, alles gut. Ach so. Hallo, ist hier jemand? Kamikatze. Aha, schönes Tier. Okay, ich hab die Technik überwunden, immer dieser neumodische Krams. Vorsicht, hier ist eine vorne, direkt vor uns. Captain, sind Sie eingeschlafen? Soll ich Ihnen einmal Wasser ins Gesicht geben? Da ist schon wieder ein Quillen. Ich habe schlechte Erfahrung gemacht mit Quillens. Ich bin wieder wach. Oh, willkommen zurück, Kevin. Was für ein Quillen?
Ja, oder ja, Quillen, so ein neuer, stabiler, schneller Auto, Schiffkutter. Ach Susi, mein so eine alte Frigolo wieder vorne, so ein altes Kanonenschiff. Jo, was uns letztens ins Auto gefahren ist. Schauen Sie mal, da sind Gleichgesinnte. Holen Sie die mal ein, die Kameraden. Ja, wenn Sie noch beschleunigen, kriege ich das, aber nachher nicht mehr. Jo, dann huben Sie, bremsen Sie die aus, ich muss die grüßen. Eigentlich muss ich das nicht, aber schießen Sie einfach alle Kanonen. Scheißen Sie nicht in die Kanonen, das ist nicht gut. Das stinkt nur. Wir haben keine Kanonen. Oh, Verwechslungsgefahr. In die Kanonen scheißen und in die Kanonen schießen. So, und jetzt legen Sie sich einfach davor und bremsen Sie hart. Sehr gut, gut ausgebildet. Hallo. Sofort stehen bleiben. Der Herr möchte... Huch! Ich bin... was bin ich? Gekapert. Geentert haken, Dings da. Geentert haken, ja. Er will nicht, was wollen wir jetzt machen, Captain? Weiterfahren. Okay, Sie fahren jetzt weiter. Arr. Okay. Das war doch mal eine erfolgreiche Raubfahrt, oder? Captain, sind Sie schon wieder eingeschlafen? Captain Planke. Leut Planke. Ja, ich bin wieder wach. Ich mich... Ja, da hätten sie fast die Blonke genommen. Ich bin hier gerade am Schreiben mit einem alten Bekannten. Oh, wem denn? Ich weiß, ich habe das eben schon erzählt. Der kennt mich von der Eiseninsel. KC heißt er. Was für ein Ding, Kenny? Ja, das ist so ein neuer Name. Spezieller Name. KFC, die machen gutes Hähnchen. Lol. Ja, lol. Nee, lol, man. Oh, da ist was. Oh, da. Sehen Sie doch, habe ich glatt, der hat Kanonen bekommen. Schnell hinter. Och, lassen Sie, ich lauf dort Stückchen. Mensch, da lässt man die Kollegen einmal alleine. Jo, ich hab ja gesagt, doch, oder hier voll die Konto ist er voll auf Grund gelaufen. Ja, hätten wir ihn doch bloß weiter geentert. Der Auto sieht auch nicht so gut aus. Der Auto sieht auch nicht so gesund aus, muss ich Ihnen sagen. Unser Schiff, unsere Schaluppe ist die beste, die es gibt. Ich hatte zwar schon ein bisschen was mit genommen, aber dafür hat sie uns heil hierher gebracht. Kann man hier nicht behaupten. Genau. Oh mein Gott, ich bin so leise. Autsch. Willkommen zurück aus dem Davy Jones Spind, du. Was ist denn hier passiert? Ja, der Herr ist anscheinend eingebogen und ich hab's nicht bemerkt und dann bin ich voll in den LKW gefahren von der Seite. Oh, auch noch die Vorfahrt genommen auf hoher See. Das ist nie gut. Oh mein Gott, ich bin so leise. Autsch. Ah. Oh, mein Fuß. Oh Mensch, was machen wir denn da jetzt? Versicherung anrufen oder ohne Versicherung? Ja, also, tut mir leid, mein Kollege ist manchmal echt, der hat so Probleme, der pennt manchmal einfach ein und dann, besonders beim Autofahren, nee, ist dann ganz schlimm. Ja, ich wollte halt eigentlich überholen, aber dadurch, dass ich dachte, ja, hier fährt man ja nicht zur Tankstelle rein, sondern auf der anderen Seite, dachte ich mir eben, ja, das, ja, ist jetzt, hat jetzt ja, keiner die Schuld, ist Ihr Fahrzeug jetzt kaputt, oder? Nee, also bei mir nicht passiert, oder? Okay, ja, meins ist leider... nicht mehr da. Ich hoffe, wir haben sie jetzt keinen Umständen getan hier gemacht, wie auch immer. Nee, ist gar kein Problem, also.
passiert ja jedem mal. Es tut noch ein bisschen weh, aber sonst, ja, geht's mir schon. Na, das ist sowieso ein Gefecht. Autsch. Ein Seebär kennt keinen Schmerz. Genau. Ja gut, vielleicht sollten wir mal von der Straße gehen. Wohin fahren Sie dann? Der Wind treibt. Also eigentlich müssen wir jetzt wieder nach Sofia. Ach, wohin? Die Autos nach Sofia. Oh, der Frosch. Ja, weiter. Sie mich doch sonst aber ein langer Erfurt, dann wäre das ja nett. Das mache ich, dann kommen Sie mal mit. Vielen Dank. Sie dürfen sogar vorne sitzen, weil Sie sind. Nach vorne sitzen. Boah, danke. Kein Problem. Ja, ja, hallo. Was ist denn das Problem mit unserem Fahrzeug? Könnten Sie uns vielleicht helfen? Ein Problem. Die Orische Liebe ist wohl kaputt. Ah, das ist so ein bisschen was in den Arsch gegangen, weil ich... Hey, was heißt denn hier Schaluppe? Das hat er gesagt. Das ganz treu. Machen Sie mal auf, das Auto. Ich habe mein Fahrzeug eingeschafft. Wie heißt denn die Gute? Nochmal, ich sag ja, machen Sie mal auf! Alter Sack zu dir. Ja, das stimmt schon. Auch ein alter Seebär, hm? Dort finde ich schön. Unter Gleichgesinnten geht's gleich viel besser. Sir! Machen Sie mal bitte das Auto auf, dann kann ich mir mal die Dings da angucken. Die Operillo. Ja, machen wir das. Kriegen wir hin, oder? Ja, sehr schön. Ein Werkzeugkasten. Au! Da hat's wohl einen umgehauen. Ja. Da ist weiter über den Fuß gefahren. Neue Lackierung und neue Reifen, der haben wir gleich, Sir. Ach, ja, Mensch. Schauen Sie mal hier, schon Mensch. Da kann ja einer mitdenken hier. Moment. Kollege, die neueste Technik. Machen Sie mal absichern hier. Das ist ja. Das ist. Ja, na gut, ich meine, wir haben schon professionell abgesichert, aber noch ein bisschen mehr. Ja. So, das haben wir gleich mit Ihrem Auto. Kommt der her? Das ist aber richtig geil. Ja, das ist geil. So, Moment. Das wird mir immer schöner hier auf der Insel, ehrlich, ohne Witz. So, da wo der herkommt, sind noch viele andere Sachen. So. Wenn Sie das so sagen, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich da nachhaken will. Nee, tun Sie das lieber nicht. So. Und jetzt noch der letzte Schliff. So. Und die Karre ist wieder flott. So, so. Wow. So ist mal schick, ist das. Also, was kriegst du jetzt von mir davon? Ne? Ich sag mal, hier haben sie ganz schön geforscht, ne? Die Delle in der Tür, der Speller fehlt noch. Das gibt Abzüge in der B-Note. Ja, das ist ja. Und hier Kofferraumklappe, ne? Also hier von der Ladefläche, Spaltmaße und so. Das ist ja nicht gegeben, ne? Dann fahren sie in die Werkstatt. Ich hab das jetzt nur provisorisch gemacht. Ja, also da muss auf jeden Fall noch ein Mechaniker drüber schauen, weil sonst könnte da ja noch was passieren, aber so sollten sie auf jeden Fall weiterfahren können, denke ich mal. Der, genau. Der hat das professionell gemacht. Kommen Sie da raus, das ist nicht unser Schiff. Ich mach alle professionell. Also, so habe ich es auch gesagt. Ja, genau, weil ich habe schon hier an ihn gezweifelt. Die Beule, die hier drin ist. Also, naja, professionell, naja. Ist ja nicht mein Auto, der Ömer hier, der andere in Weiß, der bezahlt das. Ja, ich bin da raus. Ja, nee, also... Das ist Kotzen, aber ja, egal. Also ich habe ihn da neue Reifen draufgezogen, weil die kosten mindestens 100 Euro. Also das sind definitiv keine neuen Reifen. Bei dem abgefahrenen Profil, also das sind definitiv keine neuen Reifen. Das sind gebrauchte, das sieht man. Das ja, ich habe ja auch also nur... 70 pro Reifen bin ich bereit, aber 100 ist zu viel. 75 pro Reifen. Herr Gator! Ja, was ist denn?
Wo ist denn der? Was machen Sie denn da oben? Ein Kippen muss auch mal auf den Kringel kippen, ne? Okay. Oh, Captain, mein Captain. Lassen Sie hier. Herr Gator, Sie können auch da oben stehen bleiben, vielleicht. Genau. Kein Problem. Huch. Mein ohres Holzbein, ich glaube, da braucht einen neuen Lack. Können Sie das nicht mal kurz? Vielleicht mal ein Orgel dabei. Der alte Christen kann nämlich nicht mehr Orgeln ohne Bein. No, oh Gott. Oh Mann, ey. Ich roll ihn mal wieder ins Auto, würde ich sagen. So. Ich roll ins Auto. Ich schieb mich auch mal. Ja, bei Wind aus Osten schmerzt das Knie, ich sehe das schon. Oh Mann, ey. Schläg wieder um. So, fahren Sie einfach weiter, ja? Ich muss mal wohin. Ja, auf Wiedersehen. Oh Mann. Ja. Alles drin, was drin sein muss, ne? Oh, jetzt brauchen wir auch nicht mehr eine Ratierer. Sophia. Wer ist denn eigentlich diese Sophia? Das ist ein... Ja. Ist das ein gutes Weib? Die, wo ist ein DP2? Überm Altis News Network. Tower Berg. Und da sind wir quasi in der Nähe, ne? Netzwerk. Genau westlich von uns. Nacht. So ziemlich eine horizontale. Genau. Der Kompass. Die, Westen ist links, links, ja, doch. Jetzt habe ich mich fast selbst verwirrt. Captain, wir sind vom Kurs abgekommen. Oh, hoch. Ist egal, wir nehmen einfach jede Welle mit. Stürmische See. Du musst sie nur gut rein. Nevermind. Warum sind hier eigentlich so viele andere Schiffe bei uns? Warum sieht das gar nicht so gesund aus? Hallo? Kenne ich Sie irgendwoher? Ich weiß es nicht, aber hätten wir da vielleicht die gute einmal um anschauen? Wo ist denn hier los? Wo ist denn mit deinem Schiff passiert? Oha! Ja, der ist ein bisschen was kaputt gegangen, ne? Waren Sie das nicht eben da hinten? Mensch, Sie haben aber schnell dann. Wo haben Sie denn die Karre her? Ach so, vom Freund. Moment, Kollege, den Werkzeugkoffer. Ja. Kollege? Ich glaub, der Kollege hört schwer. Ja, da muss man wieder alles selber machen. Ich hab gerade Ohren verstopft gehabt. Vorsicht, das ist schwer. So, die aufblasbaren Greifen. Z-
zwar Nummer 2. Nummer 3. Und die 4. So. Und jetzt mal anschrauben. Herr Gator, Herr Kollege. 3 Mann, 4 Reifen. Captain Gator will ich hören. Captain Gator, ne? Captain Gator, 3 Mann, 4 Reifen. Oi, das geht nicht auf. Ein guter ja, Kerl kann rechnen. Stimmt. 4 Mann, 3 Reifen. Oder 1 Mann, 4 Reifen. Naja, Sir, auch die Reparatur ist umsonst. Ich muss weiter. Echt? Schönen Tag noch. Ja, danke schön. Oh, danke. Tschüss. Ja, wollen Sie doch. Oh, ich bin geheilt. Mensch, Mensch, und der braucht eine extra Einladung. Ja, Entschuldigung, ich war gerade hier an diesem. Ich hab gerade eine Flaschenpost gesendet. Ach so. Und aber hier gibt's nirgends Wasser. Und meinen Sie, die kommt an? Jo, ich hab's einfach den Berg da runter gerollt und hoffe einfach, irgendwer findet die. So. Darf man fragen, wann drin steht in der Post? Ich sortiere den Satz noch. Achso. Ich hab einen neuen Mart angeworben, sag mal so. Der ist jetzt. Oh, Mauer. Hui, fast ein Unfall. Aua. Der guckt mir mal einmal nach hinten. Schau dich da so eine Mauer da. Die ganze Zeit hat er mich gefangen genommen, ich alter Seemensch. Das ist meine Crew. Kann ich bei ihm mitfahren, da bin ich sicher. Ach nee, nein, na. Na, Hilfe. Ich muss weiter, ich hab mal Einsatz. Ich hab einen Einsatz, alle einsteigen. Nein, nicht alles einsteigen. Alles einsteigen, alles klar. Kommst du da mal weg, Kollege? Nicht, dass er dich überfährt. Ah, er ist weg. Jetzt kann ich in Ruhe reparieren. Tschüss! Mann, mach doch mal das Gebimmel aus! Mensch, Mensch, Mensch! Ja, was mache ich wieder das Gebimmel an? Ey, passen Sie mit dem Ding auf. Wenn mir das auf den Fuß fällt, dann habe ich auch noch einen anderen Fuß gebrochen. Dann haben Sie zwei Holzbeine. Dann haben sie zwei Holzbeine. Was ist lang und macht ganz schnell klack, 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 klack? Weil nicht. Ein Tausendfüßler mit nur Holzbeinen. Fangen Sie mich, wenn ich hier runterspringe? Nö. Da haben wir die Antwort. Die fängt gleich eine, ja. Hey. Mensch, die müssen ja auch sagen, wenn sie springen. Hab ich doch. Du gesamt fangen mich. Ja, aber ich brauch noch 5 Minuten Bearbeitungszeit. Naja, aber wir müssen eigentlich immer noch zu DP2 zum Einsatz.
So, ich hab mal Einsatz. Dann volle Kraft voraus, jeden Fetzen sägen in die Luft. Und ja. Fahren Sie ohne mich. Mensch, jetzt stehen Sie doch mal auf, wir haben Einsatz. Ah, Server restart. Na da. Oh Mann, jetzt ist die scheiß Sirene an. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Haut rein, ciao. Ende.